Hallo. Guten Tag. Wir wollten uns einmal anmelden. Meine Tochter wird heute operiert, Paula Warmbach. Genau, genau, wir warten schon auf dich. Ja. Genau. Dann gehe ich schon mal rein, bereite alles vor. Ich muss gerade noch mal telefonieren. Ja. Genau, wir wollten ja im Paukenerguss, war das, ne? Genau, ja. Richtig. Da, ja. Da komme ich rein. Ich komme gleich dazu. Ich muss gerade einmal noch telefonieren und dann kann meine Kollegin sie schon mal aufnehmen. Ja, kleinen Moment. So. Beim Paukenerguss handelt es sich um eine Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr. Das ist häufig nach einer, ja, nach einem Luftwegsinfekt oder wenn, gerade bei kleineren Kindern, wenn die unter Polypen leiden. Und eine Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr, also dieser Paukenerguss, führt dann häufig zu einer Schallleitungsschwerhörigkeit, kann zu Schmerzen und zu Schwindel führen. So, Paula, bist du jetzt einfach nur nervös wegen der OP oder möchtest du mir vielleicht noch irgendetwas sagen? Ich meine, du warst doch heute Morgen unterwegs, das Fahrrad stand doch ganz woanders. Ich war bei Josie, hab was geholt. Wie, du warst bei Josie? Was hast du denn geholt? Ein Glücksbringer. Ja, aber warum hast du das denn nicht gesagt vorhin? Das ist doch vollkommen okay. Also ich finde auch, du siehst ein bisschen blass aus. Ist das normal? Ist sie immer so blass oder kommt mir das gerade nur so vor? Nee, also ich muss dazu sagen, wir hatten heute Morgen etwas Stress, weil ja, sie war nicht da und wir wussten nicht, wo sie ist. Und ja, ist natürlich auch ihre erste OP. Sie ist auch ziemlich nervös. Ich würde trotzdem mal ganz gerne den Blutdruck messen, aber so richtig gefallen tut's mir nicht. Paula war wohl mit ihrem Fahrrad bei einer Freundin und mehr wollte sie uns jetzt auch erstmal nicht erzählen, aber genau das spielte später auch nochmal eine Rolle. Hallo. Ja, alles gut? Hallo. Also der Blutdruck ist auch sehr flach und der Puls hoch. Geht's so richtig gefällt sie mir nicht. Also sie ist sehr blass und ja, vielleicht schaust du sie dir auch nochmal an. Ja, da muss ich nochmal gucken, denn ich meine, vor der Operation sollte man ja schon richtig fit sein, ne? Denn es ging ja darum, dass wir, dass wir den Paukenerguss operieren. Ich kann es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht erklären. Sie war gestern fit und ich habe jetzt ehrlich gedacht, das ist jetzt die Nervosität wegen der OP. Okay, ich gucke sie mir nochmal an. Kleinen Moment. Was denn sonst, irgendwelche Schmerzen oder? Ja, ein bisschen am Bauch. Okay. Paula, ist wirklich alles in Ordnung? Wo warst du heute Morgen? Bei Josie. Gucken wir jetzt erstmal, ne, was wir jetzt machen. Die Ärztin untersucht dich jetzt nochmal. Was ist da schon wichtig, wenn wir jetzt die OP machen am Ohr, dass du fit bist, ne, und dass es dir eigentlich gut geht. So, dann lass dich mal bitte einmal untersuchen. Leg dich mal bitte hin. Ich will erstmal einmal deinen Bauch anschauen, wenn der ein bisschen weh tut. Zeig ich mal, was ist denn da? Oh, was ist das denn? Was hast du gemacht? Ist egal, nichts. Wie, ist es egal? Du hast einen riesen blauen Fleck. Also das sieht ja schon nicht gut aus. Ich will mal deinen Bauch. Das ist auch ganz empfindlich. Also das gefällt mir nicht. Ich möchte da jetzt gleich erstmal einen Ultraschall machen. Also das, da muss irgendwie, sieht aus, als wäre da wirklich irgendwie sie dagegen gestoßen oder irgendwas wäre dagegen. Das ist eindeutig eine Prellmarke. Ne? Und das ist hier so im Bereich des Oberbauches. Also wir machen mal einen Ultraschall. Der Hocker ist da. Bitte, was passiert jetzt? Wenn wir mal ein bisschen auf Seite, dann können wir hier. Als die Mutter den Bluterguss auch auf dem Bauch gesehen hat, war sie richtig erschrocken und sie kannte das wohl vorher auch nicht. Und auch wir waren natürlich davon beeindruckt, weil das sah wirklich nicht ohne aus, aber wir bekamen einfach nichts raus. Das wird wahrscheinlich noch mal unangenehm, Paula, ne? Wird kalt, nass und es tut dir wahrscheinlich auch was weh. Ein bisschen kalt, ich mache es aber ganz, ganz vorsichtig. Ja. Aua. Geht so vom Bild? Oh ja, so geht's gut. Mhm. Ja, das, warte mal, das hier ist der Bereich der Bauchspeicheldrüse, es ist halt sehr viel Luft. Es ist ein bisschen überlagert, ist nicht ganz gut darzustellen. Ich will noch mal die Milz schauen. Wenn ich drucken soll, sagst du. Ja, Milz sieht gut aus, da ist nichts. Aber es ist hier halt im Bereich des Pankreas, gefällt es mir nicht. Da sieht es aus, da, als ob da doch eine Verletzung. Warte mal, Moment. Jetzt bitte einmal drücken, ja. Was danke. Das? Ich zeige es Ihnen gleich auf dem Bild. Kleinen Moment. Es ist. Einfach mal ein bisschen trocken. Wischen. Es ist halt hier im Bereich der Bauchspeicheldrüse, sieht es aus, als ob da eine Verletzung wäre. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil es da eben schon sehr viel Luftüberlagerung ist. Wir müssen da noch eine weiterführende Untersuchung machen. Kannst du bitte gleich mal ein MRT anmelden? Ja, das so schnell wie es geht, ne, wahrscheinlich. Mhm. Genau, möglichst gleich. Also ich möchte sehr schnell jetzt noch eine weiterführende Untersuchung machen, weil wenn es wirklich eine Verletzung der Bauchspeicheldrüse ist, muss man das unter Umständen jetzt auch gleich operieren. Das kann
kann wirklich sehr, sehr gefährlich sein. Ich habe dann bei der Ultraschalluntersuchung den Verdacht geäußert, dass es sich um eine Ruptur des Pankreas, also einen Riss der Bauchspeicheldrüse handeln könnte, war mir aber eben wegen dieser Luftüberlagerung nicht ganz sicher. Daraufhin wollte ich noch weiterführende Untersuchungen haben und die haben wir dann auch sofort angemeldet. Allerdings war es mir vollkommen unklar, wie es überhaupt zu diesem fraglichen Riss der Bauchspeicheldrüse gekommen sein konnte und eben auch zu dieser Prellmarke. Das wollte uns die Patientin ja absolut nicht verraten. Möglicherweise ist der 12-jährigen Paula etwas Schlimmes zugestoßen, als sie vor der geplanten OP anscheinend noch bei ihrer Freundin Josie war. Während der bildgebenden Untersuchung hat Mama Katrin dazu Verstörendes herausgefunden. Danke für die Info. Tschüss. Alles okay. Wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Ne? Waren Sie schon hervorgegangen auf Station? Sollen wir nochmal zu Paula gehen? Ja, okay. Ja, Sie sehen so ein bisschen erschrocken aus. Ja, ich habe gerade mit Josies Mutter telefoniert und Paula war nicht heute Morgen da, so wie sie es gerade gesagt hat. Also sie hat mich angelogen. Wir klären das am besten mal mit ihr. Nachdem das MRT gelaufen ist, hatte wohl in der Zwischenzeit auch die Mutter von Paula das Telefonat geführt mit der Mutter von Josie, der besagten Freundin, und auch erfahren, dass Paula gar nicht da gewesen ist. Und dass sie jetzt richtig aufgewühlt ist, das kann ich wirklich nachvollziehen. Das lass noch auf, die Ärztin kommt ja auch gleich noch. Na, geht's dir? Es tut weh. Das glaube ich dir. Ja, ich habe leider auch nicht so gute Nachrichten. Wir haben jetzt gerade die MRT-Ergebnisse bekommen. Ich hatte mit dem Kollegen unten schon gesprochen. Also es ist leider wirklich eine Ruptur des Pankreas, das heißt ein Riss der Bauchspeicheldrüse. Und das muss operiert werden. Das muss auch möglichst schnell jetzt operiert werden. Das erklärt natürlich auch ihren schlechten Zustand, die schlechten Werte. Also das ist absolut erforderlich, dass sie jetzt operiert wird. Es kann, wenn wir die Bauchspeicheldrüse nicht dauerhaft erhalten können, ist es also vollständig erhalten können, das ist ganz, ganz wichtig, ne? damit wirklich die Hormone, die Enzyme, die durch die Bauchspeicheldrüse gebildet werden, dass das eben alles weiter funktionieren kann. Sonst wird es langfristig wirklich ein großes Problem für sie werden. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell handeln und sie jetzt in den OP bringen. Der Narkosearzt wird mit Ihnen dann auch gleich noch mal sprechen. Aber das muss jetzt wirklich ganz schnell passieren. Paula, jetzt rede doch endlich, jetzt sag doch mal bitte die Wahrheit. Ich weiß, dass du heute Morgen nicht bei Josie warst. Ich habe gerade mit ihrer Mutter telefoniert. Jetzt sag doch, was passiert ist, bitte. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Ja, mit dem Fahrrad gestürzt. Und wo warst du denn? Ich glaube, deine Mama macht sich Sorgen. Ich möchte darüber jetzt nicht reden. Wie, du möchtest nicht darüber reden? Warum denn nicht? Josie, bitte, es geht um deine Gesundheit. Es ist sicherlich wichtig, dass wir das noch mal genau aufklären. Aber im Moment ist es jetzt erstmal ganz wichtig, dass sie jetzt in den OP kommt, weil es kann wirklich lebensbedrohlich sein. Das heißt, wir müssen jetzt schnell handeln und alles Weitere können wir danach dann klären. Eine Operation bei einer Pankreasruptur geht nicht immer gut aus. Das ist sehr häufig, kann es dazu kommen, dass man Teile des Pankreas entfernen muss. Es kann eben zu einer Pankreasentzündung kommen oder einer Bauchfellentzündung. Das heißt, hier war es wirklich sehr wichtig, schnell zu handeln und natürlich auch wirklich mit guten Operateuren zu arbeiten. Beim chirurgischen Team der Klinik am Südring befindet sich die junge Patientin aber in besten Händen. Neben ihrer lebensgefährlichen Verletzung scheint Paula zudem ein schlechtes Gewissen zu plagen. Im Einleitungsraum überrascht das Mädchen Schwester Linda nämlich mit einer ungewöhnlichen Frage. So, Paula, dann bräuchte ich noch mal einen Finger von dir. Ich meine, nämlich deine Sättigung noch überwachen. Wie geht's dir denn? Gut, aber haben Sie eigentlich Geschwister? Ob ich Geschwister hab? Tatsächlich, ich hab eine Schwester. Aber wie kommst du jetzt darauf, denkst du? Schon, weil ich an meinen kleinen Bruder gerade denke. Und wie alt ist dein Bruder? 7. 7 Jahre. Hast du schon eine große Verantwortung als große Schwester, oder? Da bin ich auch relativ froh drüber, weil ich habe was angestellt. Du hast was angestellt? Okay. Und jetzt geht dir da ganz schön viel durch den Kopf, oder? Mhm. Aber ich denke mal, willst du mir verraten, was du da angestellt hast? Mhm. Nein?
Ich habe mir für Paula total gewünscht, dass sie nach der ganzen Operation das Gespräch zu ihrer Mutter sucht, um dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Wie es wirklich zu Paulas schwerer Verletzung kam und was ihr kleiner Bruder damit zu tun haben könnte, will die Schülerin ihrer Mama tatsächlich nach dem Eingriff beichten. Die möchte bei der Visite aber vor allem wissen, ob ihre Tochter wieder gesund wird. Ach, da schläft sie noch, die Paula. Hallo, Frau Wambach. Ja. Verlaufen. Ja, die OP ist zum Glück sehr, sehr gut verlaufen. Sie war jetzt erst noch ein bisschen auf Intensiv und da hat sich aber alles auch sehr positiv entwickelt. Deshalb haben wir sie jetzt ja auch hier nach oben wieder übernommen. Wir konnten zum Glück den Pankreasriss, also dieser Riss der Bauchspeicheldrüse, der ja dann eben definitiv auch festzustellen war, konnten wir vollständig nähen. Das ist alles ganz in Ordnung gekommen. Es ist auch zum Glück nicht zu einer Bauchfellentzündung gekommen, weil ja dann doch immer Sekret austritt aus dieser Bauchspeicheldrüse, wenn die gerissen ist. Da sind ja Sekrete drin. Das ist aber zum Glück, es konnte alles gut versorgt werden und das ist auch nicht zu einer Entzündung des Bauchraums gekommen, also alles sehr, sehr gut verlaufen. Gott sei Dank. Ja, da fällt uns allen natürlich ein Stein vom Herzen. Ne? Das war, und sie ist ja auch, macht jetzt ja auch schon Hallo. Na, wirst du langsam richtig wach, Paula? Mhm. Wie geht's dir? Es geht so. Dann werde ich auch direkt mal Tom anrufen. Ne, der will ja auch Bescheid wissen, was mit dir los ist. Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich habe in der Schule, hat ein Junge mich zu einer Wette herausgefordert. Und ich war mir halt richtig sicher, dass ich recht hatte. Okay. Und dann war ich halt auch mit dem Wetteinsatz einverstanden, und zwar mit Fritzi. Fritzi, dem Hasen von deinem Bruder? Und dann war ich auch heute Morgen deswegen so schnell, also was heißt so schnell, sondern so früh weg. Und hatte den Hase geholt, damit das keinem auffällt, dass der weg war. Und was hat das jetzt mit dem Unfall zu tun? Dann bin ich gestürzt und bin auf den Lenker geknallt. Oh, das erklärt natürlich einiges. Oh, das passt ja gar nicht wirklich. Was machst du denn für Sachen? Mensch. Aber wer hat denn dann den Hasen überhaupt wieder bekommen? Da hatte der was vorgeschlagen. Okay. Und zwar Fritzi gegen einen Kuss. Was? Oh. Na, da sind ja Sachen bei euch passiert. Kuss? Mensch. Wer ist es denn? Das könnt ihr dann nochmal in Ruhe besprechen. Aber ich bin erstmal sehr, sehr zufrieden mit dir, Paula. Alles Weitere besprichst du mit der Mama dann nochmal. Und ich komme später nochmal, ich komme später dann nochmal vorbei und schaue nach dir, ja? Super. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Paula ist dank der Notoperation vollständig genesen. Die Schülerin hat ihrem kleinen Bruder gestanden, dass sie dessen Hasen wegen einer verlorenen Wette einem Klassenkameraden übergab. Da Paula das Haustier aber wieder zurückgeholt hatte und dabei schwer gestürzt war, hat der Achtjährige seiner großen Schwester sofort verziehen.